Ja, hallo, ich bin die Regina Weiser. Ich bin Psychotherapeutin, Yogalehrerin, Dramatherapeutin und Mutter und Ehefrau. Ja, ich bin Delf Krohm, bin schon Rentner, 77 Jahre alt. In meinem Berufsleben war ich Berufsschullehrer, evangelischer Pfarrer und habe eine Ausbildung als Pastoralpsychologe. Wir sind beide Menschen, die die Nachrichten verfolgen, die auch sich gelegentlich politisch engagieren. Und eines Morgens, Sonntagmorgen, habe ich gedacht, also Dave, das geht so nicht weiter. Wir können da nicht einfach nur zugucken. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Ich möchte nicht hier in Deutschland einen Bürgerkrieg erleben. Wir müssen gucken, wie kann man da wirken, dass das nicht immer mehr sich eskaliert. Wie habt ihr dann tatsächlich angefangen? Ja, wir haben dann einen Text verfasst, wo wir versucht haben, die unterschiedlichen Positionen gegenüberzustellen und haben aufgefordert, nicht nur Argumente auszutauschen, sondern auch sich zu überlegen, welche inneren Beweggründe, welche inneren Motive gibt es dafür, Optimist zu sein für Migration oder Skeptiker. Und warum habt ihr dann Aktion Brückenschlag? Ich habe in meiner Arbeit unter anderem auch als Paartherapeutin gemerkt, dass jeder Mensch irgendwo Recht hat. Und wenn man ihm zuhört und ihn versteht, wie er dazu gekommen ist, kann man auch sehen, wo seine Wahrheit liegt. Und das ist immer eine Teilwahrheit. Und die Wahrheit beginnt zu zweit, gibt es ein Buch, und beendet bei ganz vielen. Und wir brauchen in der heutigen Zeit ganz viele kluge Menschen, die ihre Meinung äußern. Und das ist für mich gelebte Demokratie. Nicht nur einmal alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen, sondern wirklich auch daran mitwirken, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Warum verstehen statt überzeugen? Ja, in unserer Beobachtung nach ist es ja so, dass jeder, der eine Grundhaltung hat, sich immer die Argumente und Bücher und Verfasser herbeizieht, die die eigene Meinung unterstützen. Und da komme ich nie dazu, auch mal zu hören, was die anderen für Motive haben. Und wenn ich jemanden verstehe, was ihn innerlich bewegt, dann kann ich viel besser mich mit ihm unterhalten. Und es ist ja auch so, dass beide Seiten vielleicht auch irgendwo Recht haben. Ja, die haben beide recht. Man kann beide Seiten verstehen.